schön. Ganz großes Kino. Weil ich meine, ich könnte jetzt gemein sein, ich könnte jetzt einfach F7 Enter drücken, dann bin ich in Lodge. Nein. Wow, es geht auf der linken Spur weiter, hätte ich fast übersehen. Mhm. Doch, ich würde direkt nach Lodge kommen. Aber mache ich nicht. Und da steht einer auf dem Seitenstreifen. Ja, da kommt ja auch noch Chaos, ich weiß. Mhm. Und Mr. Wild. Wo ist eigentlich unser Quotenpole heute Abend? Frage. Keine Ahnung. Oh, ich sehe schon Stadtschild Lodge. Cool. Ich sehe auch schon Lodge. Ich muss die erste rechts rein. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Also links rein. Ja. Mhm. Du möchtest aber nach rechts. Ja, ich muss nach rechts. Na, ich möchte jetzt nicht, aber ich muss nach rechts. Aber das Getriebe hört sich nicht mehr gut an von dem LKW. Immer diese Meckerer. Gut, das stimmt ja, es trifft ja auch, aber man muss es ja nicht so deutlich sagen, oder? Immerhin fahre ich keinen Bus. Gott sei Dank. Die Personen würden dann anfangen zu kotzen unterwegs. Wären tot. Was? Deine Fahrgäste wären tot bei deinem Fahrstil. Ah. Nee. Die würden sich erst. Komm, ich häng ihm mal den Bus-Simulator und. Welchen? In OMSI 2? Forget it. Hab ich. Aber nein, da wird kein Let's Play drüber gemacht. Nein, 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 nein. Das ist privates Vergnügen. So. So. Wie sieht's aus? Bist du noch am Einparken? Ja klar, was denkst du denn? Hätte ja auch mal sein können, dass du schon fertig bist. Oh nein, ich verkack's wieder! So, dann seid wieder live dabei, wenn Spyro versucht einzuparken. Ich brauche das Licht, um das besser zu sehen. Und wir haben nur noch 306 Kilometer. So. Dann kann ich jetzt meinen Zettel suchen und auch brauche ich nicht suchen. Den habe ich natürlich gefunden. Ich habe natürlich eine perfekte Grundordnung hier, hier in meiner Wohnung. Mhm. Wo auch nichts verloren geht. Ich bin Scheiße, so stolz auf mich. Fängt ja schon gut an. Reicht das nicht so? Wenn T steht, drück!
Nee, reicht so nicht, schade. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, kommt zu uns auf den TS btuss.de und stellt eure Fragen. Die ganze Nacht und bis morgen um 16 Uhr ist definitiv einer da. Wir müssen eigentlich verrückt sein, dass wir sowas machen, aber gut. Wat mut, dat mut, ne? So, der Herr ist am Einparken, dann gehe ich, nutze ich mal eben kurz die Zeit. Fertig. Immer kurz aufs Klo. Bis gleich. Mikrofon muted. Können wir jetzt auch einfach aufhören? Doch, jetzt ist ja. Aber solange die Aufnahmen laufen. So, der Spyro steht neben mir, habe ich gerade schon gesehen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch die restlichen 300 Kilometer. Ne? Okay. Und dann, da wir schon so früh durch sind heute. Vorsicht. Ja. Ich habe gesagt, Vorsicht! Würde ich so spontan sagen, wir haben jetzt genau 20:01 Uhr. Ja, würde ich mal so spontan sagen, ich starte jetzt gleich mal den Trackmania 2 Stadium Server, nämlich namentlich den Oldschool Nadeo 1. Und dann würde ich so von... Ja, ich denke mal, wir werden jetzt noch eine halbe Stunde unterwegs sein. Denke ich mal. Weil ich habe jetzt als Navi-Ziel habe ich die Werkstatt von Gdansk eingegeben. Geschwindigkeit. Beschleunige noch, ich kann dir noch keiner sagen. Jetzt nicht so schnell, du weißt, was passiert. 90. Okay. Jetzt, wo ich das dicke Ding da hinten dran los bin. Mhm. Würde ich jetzt sagen, wir ziehen es ein bisschen vor. Wir haben ja heute den ETS 2 heute ein bisschen später begonnen. Weil wir eigentlich mit mehr Gästen und mehr Fahrzeugen gerechnet haben. Ja, ist so. Und dann kommt so ab 11 Uhr rum, würde ich so spontan auf Layers auf 4, weil das sich gewünscht wurde, kommt dann dazu. Sobald das durch ist, das soll angeblich nur 2 Stunden irgendwas gehen. Werden wir mit Unreal weitermachen heute Nacht. Wie gesagt, die Angaben, die wir in den Zeitplan hatten, das waren A, vage Schätzungen, und B, waren das auch Sachen gewesen, da muss man auch wirklich sagen, das war von vornherein grob geplant. Aber wie gesagt, durch diesen einen Wunsch, und da wir ja mit immer noch Halloween haben, und Layers of Fear soll ja ein absoluter Horror
Horrorschocker sein. Würde ich sagen, komm, den nehmen wir noch mit.